Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Macht es Sinn, Kirby Star Allies irgendwie 3 Jahre nach Release zu Let's Playen? Vermutlich nicht. Ist das Spiel gut? Nicht wirklich. Warum spiele ich es dann? Der Ton ist zu laut. Und zurück zur Frage? Weil ich keine Ideen habe. Und ich meine, Kirby auf der Wii habe ich ja schon Let's Played. Das Spiel mag ich auch wirklich gern und wollte ich halt den Teil auch irgendwann nochmal spielen. Auch wenn nicht nur in meinen Augen Kirby's Adventure Wii deutlich besser ist. Wir brauchen anscheinend noch eine Sekunde mit der Intro-Sequenz. Okay, jetzt ist sie fertig. Danke dafür. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau ich das Spiel durchspiele. Vermutlich nicht auf 100%, aber mal gucken. Andererseits wird es wahrscheinlich nicht so schwierig werden. Hui, kostenlose Updates. Geil. Ich will die Story beginnen, ihr Keks. Guck mal, neue Charaktere, die wir fühlt eh nicht sehen. Wer? Es gab Dark Matter Knight? Ja, das ist mir klar, aber Dark Matter Knight ergibt ja gar keinen Sinngefühl, weil den normalen gibt's ja schon. Und das ist nicht umsonst ein Skin in Smash. Guck mal, lauter Charaktere, hui. Darf ich jetzt den Story-Modus beginnen? Du wirst das Video alle spielen, wenn es nicht anstellt. Hui. Jetzt nimm das Spiel nicht vorweg, scheiß Game. Alter, wir können die Story starten, Leute. Und über die Grafik kann man nichts sagen. Vor allem jetzt hier bei den Cutscenes. Ich muss aber auch zugeben, das sieht besser aus, als ich es in Erinnerung hatte. Das sind alltägliche Probleme bei Planet Popstar, wenn Kingdom Hearts im Schloss vom Pinguin einschlägt. Nice, ne? So, und natürlich Kirby, weil ist seine Spielreihe, ne? Okay, ich meine, The Legend of Zelda ist auch nicht Zeldas Spielreihe, aber scheiß drauf. Die Namensgebung wird nie jemand verstehen, glaube ich. Machen wir weiter. So. Wir sind jetzt auf der Overworld. Wir können schon laufen und springen. Das sind krasse Abilities. Natürlich Planet Pop Star bzw. Dreamland ist es. Wissen wir ja alle. Andere nennen es Minecraft. Warum sehen diese Bäume da hinten so aus? Warum sind die eckig? Naja, gehen wir einfach mal ins erste Level und gucken uns an, was dieses Spiel von anderen Kirby-Teilen unterscheidet. Denn wenn es gar nichts wäre, wäre es ein bisschen lame. Ich bin gerade ein bisschen, hui. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit A zu springen. Keine Ahnung warum, aber ich war gerade voll in der Smash-Steuerung drin. Und ich bin ja einer der gefühlt letzten 3 verbliebenen Tap-Jump-User auf diesem Planeten.
So. Aber mal gucken. Wir können natürlich wie immer, es ist Kirby, eine Ability bekommen, indem wir Gegner einsaugen. Und guck mal, Terrorist. Aber gleichzeitig kann man in diesem Spiel mit Herzen um sich werfen und sich mit Gegnern anfreunden. Jui, wer auch immer die Idee hatte. Und das macht manche Passagen vom Spiel tatsächlich ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Guck mal, noch mehr Personen. Ich muss erstmal gucken. Den Button habe ich gerade gesucht. Ah, ich dachte, der Bombentyp kann mir vielleicht ein Element geben. Wir können theoretisch alle den Scheiß zerstören. Obwohl, nee. Sag mal, was kannst du überhaupt, Bombentyp? Du hast einfach keinen Mehrwert in dieser Gruppe. Bringen wir ihn um. Ah, nee, warte. Wir machen es einfach wie gute Freunde und ersetzen ihn, sobald wir ihn nicht mehr brauchen. Ihr merkt, ich habe das Konzept von Freundschaft durchgespielt. Ja, aber er ist unnötig. Oh, guck mal. Jetzt haben wir wohl leider einen zu viel. Schade. So, damit sind wir in Bombenkeck schon mal los. Oh, ja gut. Ja, jetzt wird uns auch gezeigt, dass wir auch Elemente annehmen können. Der Typ hier kann uns Feuer geben. Ja, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber der Feuergegner gibt uns Feuer. Kannst du auch mal den anderen helfen? Danke. Nochmal. Dann weiter geht's. Jetzt können wir alle alles anzünden, was uns im Weg steht. Guck mal. Seht ihr, was wir hier machen? In der Fachsprache nennt man das Australien spielen. Okay, ich glaube, mein Commentary wird in dem Projekt Next Level dumm, weil ich mich nicht aufs Spielen fokussieren muss. Weil die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist... sagen wir mal so, wenn's eine Ecke wäre, wär's keine Ecke. Ich glaube, einen besseren Vergleich kann man da nicht bringen. Es war eine super Aussage. Das Problem mit den 100% in diesem Spiel ist diese Puzzleteile, mit denen man Puzzle zusammensetzen kann, die allerdings nicht geskriptet sind und eigentlich nur random grinding. Wow. Trotzdem. Guck mal, Dr. Eisbert. Und ich glaube nicht, dass wir zu viel Schaden machen, wenn wir zu viert sind, ne? Denkt ihr das nicht auch, Leute? Ja, eines der Probleme an der Schwierigkeit von diesem Spiel sind die Partner, die nämlich dezent overpowered sein können. Hust, hust. Dem anderen lasse ich mal sein Feuerschwert und ich muss erst mit den Inputs klarkommen. Ich drücke hier die ganze Zeit was Falsches. Ich drück die ganze Zeit falsche Buttons, Alter. Ich versuche halt wirklich gefühlt alle 3 Sekunden mit dem Control-Stick zu springen. Ach, und Regenbogen-Puzzleteile gibt's. Die sind allerdings geskriptet. Aber ich muss das gerade mal, hallo? Kann ich... Also... Kann ich irgendwie, hier was verändern? Hier steht ja sogar Typ A. Stimmt.
Schöne Einstellung. Ich kann Controller anmelden. Ich will das hier einstellen, dass ich Tap Jump hab, wenn das irgendwie geht. Auf dem Wii-Teil war ja auch die Sache. Da habe ich ja auch mit Wiimote seitwärts gespielt und da gab's dann Tap Jump. Und guck mal, wir haben im ersten Level schon 13 Leben. Was vermutlich, wenn der Playthrough nicht gut läuft, ist das wahrscheinlich ungefähr das Doppelte an Leben, was wir fürs gesamte Durchspielen brauchen werden. So, dieses typische Spiel gibt's ja in eigentlich jedem Kirby-Teil. Muss ich das Timing halt erst noch rausfinden. Aber hey, wir bekommen noch mehr Zeug, damit wir bald Leben bekommen. Was ein Glück. Und jetzt werden die Puzzleteile rausgedönert. Und die Regenbogen-Puzzleteile füllen diese rosa Flächen aus. Die sind das Einzige, wo man sich drauf verlassen kann. Sammlerobjekte wie die Zahnräder der... Nein, ich habe das schon im Projekt immer gesagt. Die Zahnräder der Zeit sind aus Pokémon Mystery Dungeon. Die Zauberzahnräder gibt's nicht in dem Game. Ja, das Regenbogen-Puzzleteil ist gefühlt das einzige Sammlerobjekt. Es gibt noch normale Puzzleteile. So, jetzt haben wir Wasser. Aber hey, ist natürlich stärker als unser fucking Schwert, unser normales. Hui, 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 oh mein Gott, wir haben Wasser. Und lernen den Down-Tilt, Leute. Ich hätte eigentlich auf der Weltkarte gucken können, ob ich irgendwie da die Steuerung verändern kann. Ich meine, wenn bei der Steuerung sogar Typ A dabei steht. Irgendwie muss ich das doch umstellen können. So, dann machen wir weiter. Natürlich können sich alle Partner noch gegenseitig heilen, wenn auch nur einer ein Heil-Item aufnimmt. Ansonsten wären sie wohl zu schwach. I guess. Warum habe ich das Gefühl, in diesem Spiel werde ich sehr viel ranten beim Zocken? Es ist halt vermutlich schon so der schwächste Teil der Kirby-Reihe. Würde ich zumindest sagen. Und bin ich eben auch nicht der Einzige, weiß ich. Also, einfach weiter durchs Level rennen. Gucken, dass wir nicht irgendwo das Regenbogen-Puzzleteil verpassen. Aber die sind in der Regel auch nicht so schwer. So, jetzt kommen anscheinend gleich noch Power-Spender ins Spiel. Wie lege ich meine eigene Ability ab? So. Weil wir wollen ja auch nicht das ganze Spiel lang Stein bleiben. Wir könnten uns auch jetzt noch einen Stein holen, wenn wir ein Herz auf diesen Spender, der das Item auch gibt, werfen würden. So macht man den großen Stein. Aber wir haben schon selber Stein und einen Stein im Team, dementsprechend. Wozu sollten wir? Aber zwei Puzzleteile können wir uns noch mitnehmen. Ach, und natürlich auch, falls es nicht so aussieht, jeder Partner kann natürlich genauso fliegen wie Kirby. Weil das sieht man zum Beispiel dem Wasserviech und dem Schwerttypen doch eindeutig an. Ich meine, warum sollten die nicht fliegen können? Warte, was davon ist jetzt der Weg weiter? Das anscheinend. Auch wenn ich mir... Okay, ja, wow, krasses Secret, Leute. Hallo? Danke. Und da gibt's einen Bonusraum für... Ach, stimmt. Ich kann ja auch als Stein...
Bonuseffekt verwenden, um damit Curling zu bekommen, was wir in diesem Raum brauchen. Hui. Und bekommen dafür einen Haufen normaler Puzzleteile. Oh, oben steht ja sogar... Ich sehe jetzt erst, dass da oben eine Steuerungshilfe steht. Das heißt, ich könnte auch mit Y und nicht nur mit Minus ein Item ablegen. Haha, guck mal, Eis. Wir haben ihn getötet. Boah, aber vielleicht könnten wir es... Was, das kann man in dem Spiel? Das muss man aber schon relativ bad sein. Wow, ich hab irgendwie gedacht, der wäre jetzt blöd genug, mich in die andere Richtung zu schicken. Ich spiel grad scheiße, aber zum Glück habe ich meine Balanced Partner am Start. Die gefühlt das Spiel gerade für mich durchspielen. Oh, und guck mal, was ein schweres Secret für das Regenbogen-Puzzleteil. Wir haben's. Wir sind einfach gute Spieler. Ich riech aber irgendwie jetzt schon. Ich rant die ganze Zeit drüber, dass das Spiel so fucking einfach ist und irgendwann fliege ich dann auf die Schnauze, weil ich nicht mit der Steuerung klarkomme. Ich riech's schon. So, dann ist es auch durchaus möglich, dass das Level in nicht so ferner Zeit endet. Natürlich bekomme ich den Stein wieder, lenk mich. Ja, und das ist belastend. Das war nämlich ein durchaus starker Gegner. Und wir schalten mit diesem Schalter den Traumpalast frei. Krass. Vor allem der da war schwer zu finden, finde ich. Liegt auf dem Weg. Liegt auf dem Weg ist eine schöne Umschreibung für man muss den literally drücken, um weiterzukommen. Das schwerst versteckte Sammlerobjekt aller Zeiten. Und wir sind fertig mit dem zweiten Level. Warte, hab ich... Sogar das Endspiel ist einfacher als in den Vorgängern, weil die Plattform ihre Farbe ändert in dem Moment, in dem man drücken muss. Ist das euer Ernst? Die Kirby-Reihe ist einfach genug! Und in diesem Spiel nimmt man nochmal alles! Und man... Robobot war auch nicht schwer. Nee, finde ich nicht. Aber ich rant ein bisschen gerade. Ist aber auch... Warum ist dann ein random Eisberg im Wald? Und wir haben den Traumpalast freigeschaltet. Aber reden wir jetzt einfach mal drüber. Warum sind hier random... Warum sind hier drei Eisberge im Wald? Was soll das? Wieso? Also, wir können jetzt einen random Freund bekommen. Manche schalten wir im Verlauf der Story frei. Einige haben wir durch die ganzen Updates. Dies ist der Traumpalast. Mithilfe des Traumzepters kannst du hier einen Traumfreund treffen. Berührst du das Traumzepter, beginnt das Roulette. Drücke A, um einen Traumfreund zu rufen. Und zur Auswahl stehen... Falscher Button. Stehen die, die wir aus den DLCs haben... Und ja, und der Speertyp. Aber hey, wir holen uns Gooey. Und wen ersetzen wir dafür? Guck mal, Kleinstein. Haha. Das sind halt nochmal ein bisschen andere Charaktere, die man hier dann bekommen kann. Meistens hier wer die Kirby-Reihe kennt, eigentlich alle. Das sind hauptsächlich Vertreter aus anderen Kirby-Spielen.
Und das sind dann halt auch die Charaktere, die wir bekommen können, die in der Regel dann ziemlich OP sind. Und aha, mit Minus droppe ich die Fähigkeit instant mit Y. Oh mein Gott, ich kann aber nie... Guck mal! Nestlet Trapping! Oh mein Gott, oh mein Gott. Genau, bitte fügt in Smash ein, dass Ness sich noch bewegen kann bei seinem Ledge Trap. Dann haben wir Smash Bros. Alle durchgespielt. Was gibt's Besseres, als gegen das hier zu kämpfen? Hui. Apropos. Es gibt doch bestimmt... Übrigens, der Feuerschwert-Typ dürfte mir auch die Feuer-Ability geben können, obwohl er ursprünglich ja kein Feuer hat. Moment, Blue kann mir... Blue hat auch die... Ach, der hat Kirby's Smash Bros. Dash Attack. Oh, guck mal! Noch ein Ledge Trap! Ich glaub, wir haben alle Spaß hier. Rein in die Tür und raus aus der Tür. Wir brauchen das Feuer-Jojo. Das könnte schwer werden. Wir haben das ja gar nicht. Und dem Wassertypen ist langweilig. Der geht kurz unschuldige abschlachten. Das ist halt auch die Sache. In dem Spiel kann es durchaus passieren, dass die KI sich denkt, ich gehe mal zu Netto. Ich hab keinen Bock aufs Leben. Anders gesagt, die KI in dem Spiel ist nicht gut. Und, yay, schwere Passagen. Und ich mach mir ein bisschen so... Also nach dem Level beende ich, weil mein Laptop macht schon wieder Geräusche und ich hab keinen Bock, dass der abschmiert. Und außerdem sind wir schon bei einer gesunden Folgenlänge. Ah, jetzt haben wir eine Passage, in der wir von Partnern getrennt sind. Eine durchaus interessante Idee. Wäre noch schöner, wenn sie mehr als zwei, dreimal in diesem Spiel vorkommen würde. Wirklich, ich erinnere mich noch an drei, glaube ich. Und ich weiß auch, dass viele kritisiert haben, dass man das Potenzial für solche Passagen gefühlt nicht genutzt hat. So. Jetzt sind wieder alle voll geheilt. Alter, ich sehe gerade, wir spielen Jojo. Haha, ha, Comedy. So, machen wir uns auf zu einer weiteren schweren Passage aus Kirby Star Allies. Und damit meine ich, wir halten weitere... Oh, hi. Ich wollte nicht die Dash Attack machen, danke. Und ja, ich gebe den ganzen Dingern jetzt ihre Smash-Namen, den Moves. Oh, wieder eine schwere Passage. Was sollen wir nur gegen die Gegner mal laufen? Sie sterben, wenn ich laufe und dabei einen Knopf gedrückt halte. Guck mal, schwere Gegner. Das ist halt die Sache. Man kann gefühlt in diesem Spiel auch ein oder zwei Moves die ganze Zeit nur machen und damit alles töten. Okay, wir sollten vielleicht nicht die Down-B gedrückt halten. Und der Typ hat auch keinen Bock aufs Leben, kann das? Hui! Nein. Sah es gerade so aus, als ob der irgendeine Chance gehabt hätte. Ach, apropos, es wird wieder Zeit für eine schwere Passage im Spiel. Mann, ich fühle mich überanstrengt von der Schwierigkeit. Wie soll ich denn nur all diesen Gegnern ausweichen? Vor allem hat das Ding auch noch eine scheiß riesige Hitbox, ne? Gefühlt das gesamte Feuer war Hitbox. Hui. Ja, danke, dass du ihn aus dem Weg räumst. Der hätte nerven können. Aber so können wir wieder in die Kanone und dönern uns
Ja, okay. Hier oben in ein paar Felsen rein. Regenbogen-Puzzleteil fehlt uns noch für dieses Stage. Und bekommen wir das vielleicht hier? Wir bekommen noch einen Schalter. Und schalten damit ein Zusatzlevel frei. Alles klar, kann man machen. Und Laptop, wenn du jetzt abschmierst, dann gehe ich dich anzünden. Oh mein Gott, ich realisiere jetzt erst. Ich spiele gerade Ness, aber jeder Move ist PK Fire. Oh mein Gott. Macht es weg. Es ist eine Ausdauer der Zeit für eine schwere Passage. Warum lasst ihr euch treffen, ihr Keks? Guckt mal, wie schwer diese Passage ist. Der Typ war literally 2 Kilometer hinter mir und wurde von meinem Feuer getroffen. Dieser Move ist so dumm. Hier kann man anscheinend einfach weiter, aber mal for real. Haben wir das Regenbogen-Puzzleteil oder gibt's das jetzt hier? Alter, wir sind kurz vom Ziel. Oh, das beantwortet. Guck mal, Gui hat's. Und ja, wir sind kurz vorm Ziel. Lasst uns noch kurz Ledge trappen. Guck mal, wir haben hier sogar eine Ledge. Mann, ich bin so ein guter Smash Bros. Spieler. Hier kommt keiner zurück zu State. Am besten dadurch, dass es Feuer ist, dann noch größere Hitbox als Ness Jojo, damit auch wirklich kein Charakter mehr an die Ledge kann. Los. Guckt mal, die Plattform leuchtet ganz zufällig lila. Und wir sind auf der 1. Ich hab schon dick Spaß. Natürlich noch Vollheilung, weil brauchen wir ganz dringend in diesem Spiel. Ich glaube, diese erste Folge war repräsentativ für dieses Projekt. Ich rante über das Game, nutze dämlich starke Moves aus und ja, das war's auch schon. Und beim nächsten Mal gibt's dann den ersten Bosskampf, in dem wir sehen werden, dass Partner bei Bosskämpfen gar nichts machen. Also, die sind alleine gefühlt ja einfacher. RIP Headphone Users, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und...